der Ort, wo ich wohne, das ist eigentlich da, wo ich auch daheim bin, da wo ich auch ganz schwer weggehen würde, weil es mir einfach, ja, weil es mir so gut gefällt. Für mich gibt es keinen besseren Ort als wir Altenmarkt. Wir sind mit der Firma aufgewachsen, seit ich denken kann, sind wir mit der Firma irgendwo involviert, haben immer über der Firma gewohnt. Also seit ich klein bin, ist irgendwie das ein Bestandteil für mich und in unserem Leben. Grüß euch, ich bin der Alois. Ich bin der Michael. Seit circa einem Jahr dürfen wir beide gemeinsam das Familienunternehmen Perwend leiten. Das tun wir schon in der vierten Generation. Wir bauen coole Dächer und Fassaden. Wir kommen aus verschiedenen Bereichen, also da alles aus der Wirtschaftsausbildung, ich aus dem Praktisch, wo ich in den Weg gegangen bin mit der Lehre und mit den Meisterprüfungen. Und dadurch haben wir verschiedene Ansätze von Arbeiten her und da geht es uns sehr gut zusammen. Das Schöne am Handwerk ist auf alle Fälle, man schafft das mit den Händen, man sieht, was man da hat. Und wenn man wieder ein schönes Dach abschließt, wenn man weiß, das hat Beständigkeit, ohne Dach funktioniert nichts, also das erfüllt einen. Der Papa spielt eine sehr wichtige Rolle als Seniorchef. Wir können ihn fragen für alles. Er ist immer mit Rat und Tat zur Seite. Und vor allem muss man ihm sehr dankbar sein, dass er überhaupt uns Jungen so zubelässt und uns richtig werken lässt. Partnerschaft ist für uns ein wesentlicher Bestandteil von unserem Leben. Eine langfristige Partnerschaft ist auch ein Zeichen, dass man durch gute Zeiten durchgegangen ist, durch schlechte Zeiten durchgegangen ist und man trotzdem noch gemeinsam was meistert und was schafft. Der Wert bei Familienunternehmen ist, dass wir nicht im Jetzt nur denken, sondern auch an die Generation danach, also sprich nach uns. Und wir arbeiten daran, mein Bruder und ich, dass die Generation nach uns die Möglichkeiten vorfindet, so wie es wir vorgefunden haben, damit das Unternehmen auf lange Dauer hin bestehen bleibt. Das ist so, dass wir danach eigentlich uns ausstrecken und streben.